geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht's zur Halde Haniel und es gibt eine nicht so gute Nachricht. Und zwar ist mein rechtes Knie echt irgendwie ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Deswegen muss ich jetzt gucken, wie das läuft beim Radfahren. Diese Woche irgendwie beim Breakdance-Training irgendwie was kaputt gegangen. Aber naja, wir schauen uns das gleich mal an. Wie ihr vielleicht gesehen habt, Athletic Greens, ich nutze die Dinger jetzt seit anderthalb Wochen. Trinke das immer morgens auf nüchternen Magen. Und ja, danke fürs Sponsoren dieses Videos. Wenn ihr mehr Infos dazu haben wollt, ist unten in der Infobox. Ich kann jetzt nach anderthalb Wochen so ein kleines Feedback geben und fühle mich auf jeden Fall nach viel Energie, obwohl ich halt eine Diät habe. Und ich bin ganz happy damit. Super cool, bin dankbar, dass ich diese Möglichkeit habe, da so eine kleine Kooperation zu machen. Denn in der Diät ist halt besonders, ja, da kommen halt Mikronährstoffe ziemlich zu kurz. Ne? Vitamine, Mikronährstoffe, da ich ja eh weniger esse, ist es auf jeden Fall eine gute Ergänzung. So, wir haben jetzt schon echt spät, ich muss mich mega beeilen. Lass direkt durchziehen. Übrigens, falls euch interessiert, man denkt ja immer, das schmeckt so übelst nach irgendwie Wiese oder Gras oder sowas. Also was heißt Gras? Ne? Also nicht jetzt so das Gras, was ihr denkt, aber so schlimm ist das einfach gar nicht. Im Gegenteil, es schmeckt irgendwie, kann ich gar nicht beschreiben. Guckt mal da, Leute. Das, kennt ihr das noch? Das ist blauer Himmel. Blau. Es ist zwar trotzdem nass und es wird trotzdem schlammig sein, aber was soll's. Was soll ich sagen, Leute? Halde Haniel. Also da war ich jetzt das letzte Mal, irgendwann letztes Jahr im Sommer das erste Mal mit Marc zusammen und hier war auch unser erstes Date und ja, hier kamen schon einige Erinnerungen hoch, muss ich schon ehrlich sagen. Das bedeutet also, ich kenne das hier alles nur noch von Videos und mir ist aufgefallen, hier auf dem Spot, mir kam alles eigentlich in den Videos super, super klein vor und keine Ahnung, ob die Jungs mega viel gebaut haben, aber diesmal auf den ersten Abfahrten war es erschreckend. Also weil das Ganze auf einmal so komisch für mich aussah, habe ich wirklich an jedem Streckenabschnitt eine Pause eingelegt und mir das Ganze entspannt angeguckt. Der einzige Sprung war der hier, den ich direkt mitnehmen konnte und das war halt nur so ein Mini-Mini-Double, eigentlich so zwei kleine Hügel, aber um alle anderen Features bin ich erstmal drumherum gefahren. Aber eigentlich ist es ja auch gar nicht so verkehrt, um sich mal anzuschauen, ob die Strecke einfach noch in Ordnung ist und ob hier irgendwie gebaut wird vielleicht gerade oder sonst irgendetwas. Also habe ich dafür auf jeden Fall schon mal eine gute Ausrede gehabt, aber ich wollte unbedingt zumindest genau die gleichen Dinger springen, die ich auch schon mit Marc gesprungen bin. Also Schritt für Schritt, Sprung für Sprung am heutigen Tag erarbeitet und das halt alles auf dem Fokus, was mir ja sowieso noch so ein bisschen Schwierigkeiten bereitet. Aber ich muss sagen, heute, das nehme ich euch jetzt schon mal vorweg, bin ich wirklich mit dem Fokus mega zufrieden gewesen und habe mich immer wieder wohler darauf gefühlt. Aber dazu später mehr. Den fühle ich schon nicht. Ja.
Auch wenn ich mir für den Tag nur die S-Line vorgenommen habe, war ich dennoch ziemlich zufrieden. Es war endlich mal wieder ein bisschen sonniger, auch wenn der Boden noch ein bisschen schlammig war. Total egal, es hat einfach gut getan, ein paar Sonnenstrahlen zu tanken und deswegen war ich so oder so schon happy, auch wenn es nur ein bisschen S-Line fahren gewesen ist. Jo Leute, ich bin zurück zu Hause. Das ist halt so, Halden ist natürlich geil mit E-Bike, ne? Weil es eigentlich fast wie Bikepark. War allerdings ordentlich matschig und bei manchen Sprüngen hätte ich gerne noch mehr Speed irgendwie gehabt. Ich musste da echt manchmal richtig reintrampeln und das ist halt dann beim E-Bike nicht so geil, weil das sich halt nicht mehr unterstützt, ne? Aber alles in allem, guter Tag. Ich habe mich heute auch richtig wohl gefühlt auf dem Fokus nach ein paar Abfahrten. Und ich habe so das Gefühl, langsam aber sicher gewöhne ich mich dann an das Bike. Vor allem, wenn ich das mal irgendwie zwei Wochenenden hintereinander fahre. Ne? Das letzte Mal war ja dann in Wuppertal und dann jetzt halt heute. Und zweimal hintereinander auf dem Fokus. War gut, war heute echt zufrieden mit dem Fokus. Deswegen habe ich es jetzt auch frisch geputzt und es wartet auf den nächsten Ride. Gut Leute, lasst gerne ein Abo da. Und es gibt bald News zum Thema Livestream. Ich werde da so viel in Richtung, dass wir einfach gemeinsam Videos anschauen, ihr halt Videos einschicken könnt und so, dass ihr einfach auch so eine Plattform habt, wo ihr eure Sachen zeigen könnt. So, ne? Ich zeige ja meine Sachen und habe da halt ein paar Leute, die mir zuschauen. Und falls ihr halt auch Lust darauf habt, dann gebe ich halt dann den Leuten, die halt sonst nicht so die Reichweite haben oder nicht so die Möglichkeit haben, sich ständig irgendwie YouTube-Videos zu drehen, die Möglichkeit, dass wir das einfach gemeinsam schauen. Und yes, wenn ihr da schon so Videos habt, dann wird es bald eine E-Mail-Adresse geben, an denen ihr die schicken könnt. Und achtet bitte drauf, nur dass die Musik copyright-frei ist. Das wäre mega nice. Ansonsten ja, gibt es nicht viel Neues. Ich werde mich jetzt waschen. Ich glaube, ins Gym geht es heute nicht mehr. Ich habe echt, also ich versuche immer das Wochenende frei zu halten, halt für Fahrradfahren. Und vielleicht gehe ich morgen, weil morgen soll es den ganzen Tag regnen. Macht's gut, Leute. Abonnieren nicht vergessen. Daumen nach oben und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.